Kutan Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Seit Beginn der Sommerferien, Anfang Juli, rollten die Bagger auf dem Schulhof der Robert-Schumann-Grundschule in Frankenthal. Der ehemalige Verkehrsübungsplatz wurde von den Grundschülern als Schulhof genutzt. Am Mittwoch, den 23. Oktober 2019, wurde nach nur 4-monatiger Bauzeit nun ein Musterbeispiel an pädagogisch modernem und kindgerechtem Pausenhof den Grundschülern übergeben. Es war aber auch notwendig, der alte Schulhof war eine Betonwüste, es war nur gepflastert, es waren überall schadhafte Stellen, es waren Probleme mit der Verkehrssicherungspflicht, er war insgesamt trostlos, lieblos und heute sieht man, dass man es auch anders kann. Im wahrsten Sinne des Wortes von Oberbürgermeister Martin Hebisch ist ein herrlicher Schulhof mit Grünanlage entstanden. Künftig können die Kinder der Robert-Schumann-Grundschule auf 3500 Quadratmeter ihre Pausen an einer Kletterlandschaft, einem Ballspielfeld, einem Seilnetz sowie einem Balancierparcours oder einer Ruhezone verbringen. Erwähnenswert sind durchaus auch die Kosten von 364.000 Euro für die gesamte Umgestaltung.